Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Es ist ja der zweite Advent und wir von der Autotester.de öffnen unseren automobilen Adventskalender. Und heute am zweiten Advent haben wir für euch den frisch faceglifteten Jaguar F-Type. Und ich kann euch ziemlich viel dazu erzählen. Warum? Ja, das ist ein Auto, wo ich mir ziemlich lange überlegt habe, ob ich mir den kaufen will. Deshalb weiß ich ziemlich viel über dieses Auto und weil es natürlich mein Job ist. Und was kann ich euch dazu sagen? Es gibt dieses Auto jetzt nur noch mit Vierzylinder und zwei Achtzylinder-Varianten. Es gibt ihn nicht mehr als Handschaltung, aber keine Sorge, hier steht dann nämlich mit 575 PS in der Ausstattungsvariante F-Type R. Und was werden wir heute zusammen hier statisch in München machen? Wir werden uns dieses Auto außen anschauen, überlegen, was ist neu geworden. Wir werden uns natürlich reinsetzen, fahren können wir leider nicht. Ich werde euch was zu den Motoren, zum Marktstart, zum Preis erzählen. Ja, eben alles, was mich und hoffentlich auch euch interessiert. Ein volles Review eben zaubern. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Und ach, übrigens, ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de. Ansonsten findet auf Instagram, Facebook, YouTube allen unseren Content. Abonniert am besten alles, macht die Glocke an. Auf Instagram habt ihr auch so einen AR-Face-Filter mit Tachonadel im Gesicht. Das ist eine ziemlich coole Idee, war nämlich meine. Jetzt geht's auch los mit mir. Ich bin der Jan, Hallöchen, und dem neuen Jaguar F-Type. Viel Spaß bei unserem statischen Review. Ja, kommen wir zur Historie und der Einordnung von unserem F-Type. Das bedeutet, ich werde euch erklären, wo kommt Jaguar Sportwagen her, wo will er hin und ja, was ist so das Wettbewerbsumfeld. Und da war es ganz interessant, denn Jaguar sieht dieses Auto als Nachfolger vom E-Type, der 1974 eingestellt wurde. Und ich glaube, allein optisch haben die Briten da was ziemlich Tolles auf die Räder gezaubert. Und ich, ja, bin Fan von diesem Auto, das kann man an der Stelle mal sagen. Aber jetzt zur Historie vom F-Type. Der kam 2013 in Deutschland als Cabrio auf den Markt. 2014 kam dann die Coupé-Variante. Ja, und wenn man dann so ein bisschen weiter schaut, dann kam 2016 die SVR-Variante mit 575 PS. Da ging mein Herz auf. Und 2018 kam dann ein Vierzylinder-Motor mit 300 PS. P300 heißt der. Da haben sich viele gefragt, was soll das? Und andere haben dieses Konzept einfach verstanden. Warnauto zum Cruisen. Insgesamt ist der F-Type sehr erfolgreich, denn von Marktstart bis Ende 2018 haben sich über 7000 Stück in Deutschland verkauft und das ist in dem Segment, was in Deutschland ja mit dem Porsche Cayman oder Boxster ziemlich stark besetzt ist, sehr, sehr gut. Ja, und jetzt haben wir hier das neue Modell und was haben sich die Briten gedacht? Wir werden natürlich die Silhouette gleich lassen, die ist nämlich mega schön. Wir haben optisch außen beim Facelift ein paar Neuerungen. Wir haben ja jetzt einen Vierzylindermotor und zwei Achtzylindermotoren, weiter natürlich ein Coupé und ein Cabrio und wir haben innen ein digitales Cockpit. Aber das war jetzt nur ein grober Überblick. Was wir jetzt erstmal machen wollen, ist uns dieses Auto, was hier ja mit dem 575 PS V8 Kompressor dasteht, erstmal außen in der F-Type R Ausstattung anschauen. Los geht's! Also sprechen wir über die Optik und das ist ein Genuss jetzt zur Adventszeit. Erstmal steht er hier in der F-Type R Ausstattungsvariante außen in der neuen Farbe Eiger Grey und ja, muss man dazu viel sagen, außer dass sich auch ein bisschen was verändert hat jetzt beim Facelift. Und euch interessiert natürlich immer was. Die Haube hier vorne hat sich ein bisschen geändert, ist jetzt noch fließender. Die Lufteinlässe hier vorne sind ein bisschen anders geworden. Und dann haben wir LED-Scheinwerfer hier drauf. Pixel-LED heißen die. Ja, und wenn ich mich mal hier runterbeuge, dann seht ihr, das ist ein Kunstwerk hier. Und die sind in der R-Ausstattungsvariante Serien. Für die unteren beiden, das ist F-Type. F-Type R Dynamic und eben F-Type R. Also für die unteren beiden kosten sie 1550 Euro Aufpreis. Die Ausstattungsvarianten unterscheiden sich hauptsächlich hier im Stoßfängerbereich, der insgesamt neu gestaltet ist. Ja, und der ist in der Einstiegsvariante eher klassisch sportlich, während er dann, je höher man geht, sehr viel sportlicher geht. Größere Lufteinlässe hier in so einem schwarzen Umrandung mit schönen Lufteinlässen da vorne. Hier unten haben wir eine Lippe. Hier steht es drauf, F-Type, Jaguar-Zeichen, das R-Logo hier drauf. Und dann haben wir ein schönes Wabenmuster hier wieder mit einer schwarzen Umrandung. Und wenn ihr es euch anschaut,
angeschaut. Der Grill ist breiter geworden, ein bisschen gewachsen und dieses Auto wirkt von vorne aus meiner Sicht noch stimmiger. Gerade beim Sportwagen würde ich persönlich kaum jetzt auf gutes Licht verzichten. Und wenn wir uns dann mal hier die Seite anschauen, dann kommen wir natürlich erstmal zu den Felgen. Die haben zweifarbigen Look. Hier sind 20 Zöller drauf, passt sehr gut. Jaguar-Zeichen der Mitte schwarz. Chrom hier, das ist schon ausgesprochen schön. Die ganze Schnauze ist ein bisschen, wirkt noch flacher, noch stimmiger. Und dann haben wir hier so eine Kieme mit einem Lufteinlass, die diese Luft dann um die Radhäuser und die Räder schleusen soll. Hier haben wir rot lackierte Bremssättel drauf, gefällt mir sehr gut. Ein bisschen was geändert hat sich hier unten auch in den Schwellern. Ja, weiter haben wir hier drin die Türgriffe, die dann verschwinden, die rausgehen, wieder reingehen. Und wir haben hier drauf dieses schwarze Kontrastdach, was sehr, sehr schön ist. Hinten wieder richtig schöne Felgen. Ja, und wenn wir jetzt ans Heck gehen, dann sieht man die Hauptänderung neben den Leuchten vorne, nämlich hier ja, diese neue Form von den LED-Rückleuchten. F-Type steht hier in schwarz drauf. Und dann ist natürlich immer die Frage, warum soll ich die eine Ausstattungsvariante oder die andere nehmen? Natürlich unterscheiden sie sich vorne am Stoßfänger, aber auch hier hinten bei den Auspuffendrohren. Bei der Einstiegsvariante, dem P300, haben wir die in der Mitte, während wir sie bei den beiden größeren Motoren jeweils zwei außen haben. Und bei dem größten haben wir noch so eine R-Signatur hier drin, haben so einen Diffusor hier hinten, der auch neu ist. Und ja, schaut euch diese Rückleuchte hier an, die ist sehr, sehr schön gezeichnet. Und ja, vielleicht zusammenfassend, man wäre ja relativ mit dem Holzhammer geweckt, wenn man dieses Auto optisch zu sehr ändern würde, denn es ist eines der schönsten Autos auf dem Markt. Deshalb haben die Briten das Auto im Detail modernisiert außen. Kleiner Einwurf zu den Rückleuchten. Was macht man beim Facelift? Die werden schmaler, länger. Genau das hat Jaguar beim F-Type auch gemacht, hier bei den LED-Rückleuchten. Und schaut euch die Linie hier an. Die ist inspiriert natürlich vom elektrischen I-Pace. Das ist alles ein bisschen runder, ein bisschen weicher, wunderschöne Signatur hier hinten, die einen riesigen Wiedererkennungswert hat in Verbindung mit den Auspuffendrohren, die ja bei dem Modell hier jetzt zweifach außen sitzen. Mit der Klappenabgasanlage da hinten ist das richtig toll. Ja, die Abgasanlage hat diese Quiet Start Funktion endlich, das ist gut. Hier der Diffusor passt richtig schön von hinten mit dem dunklen Jaguar Zeichen drauf. Ist es ein ja, richtig gelungener britischer Sportwagen Look, würde ich sagen. Ne? Kofferraumklappe, die ist elektrisch. Braucht man eine elektrische Klappe beim Sportwagen? Ich weiß es nicht. Da könnte man auf jeden Fall dran sparen. Aber schaut euch an, vor allem was ich beim Coupé schön finde, wie viel Platz wir da hinten drin haben. Vergleicht man das mit einem 911er, der ja seinen Kofferraum vorne hat, ist es dann schon ein richtiger Spaß, wenn man mit der Freundin übers Wochenende wegfahren will. Denn da finden tatsächlich dann die Gepäckstücke von beiden Platz und nicht nur von ihr halt. So, und jetzt sprechen wir kurz über den Heckspoiler. Der ist bei der SVR-Variante ja fix. Hier fährt er raus, das seht ihr schön, ist flexibel. Wenn wir also durch die Stadt fahren, können wir ihn rausmachen zum Posen oder auf der Autobahn für mehr Downshift oder auf der Rennstrecke. Sehr flexibel, sehr gut. Hat man sich ein bisschen was von Porsche abgeguckt oder andersrum. Ja, aber was wir jetzt natürlich machen, ist mal reinspringen. Sprechen wir über den Innenraum und wenn ich die Zündung anmache, seht ihr weiterhin, dass hier die Lüftungsdüse rausfährt, das ist schon sehr cool. Ja, und dann ist der Innenraum natürlich wahnsinnig wertig verarbeitet. Wir haben hier die Sportsitze drin in diesem tollen Braun. Ja, die geben guten Seitenhalt, sind dünn, trotzdem bequem, eben Sportsitze. Wir haben hier oben drin das Panoramadach, richtig schön. Natürlich gibt es dieses Auto auch noch als Cabrio. Hier ist das Infotainment drin, was Schönes. Und da vorne haben wir jetzt neu ein 12,3 Zoll großes digitales Cockpit. Und das kann man hier schön bedienen, durchspielen. Wir haben verschiedene Ansichtsvarianten hier vorne dran, was sehr, sehr schön ist. Ähnlich wie bei Audi, passt zu so einem Sportwagen, was hier auch als GT genutzt werden kann. Sehr, sehr gut. Hier vorne haben wir ein Touchscreen-System drin. Wenn man dann jetzt hier mal schaut, Home eben kann man machen. Wir können zur Navi-Karte. Wir haben eine Rückfahrkamera, sieht man hier schön.
Ja, und das Lenkrad liegt gut in der Hand. Hier steht es drauf, R. Wir haben hier diesen Quickshifter, der neu ist. Der soll noch schneller schaltbar sein. Die S-Gasse links. Wir haben hier die verschiedenen Fahrmodi von Schnee bis dann eben zu Race. Wir haben hier die Taste für die Auspuffklappe. Haben da hinten weiterhin flexibel den Spoiler, den Heckspoiler, der ausfährt, keinen fixierten Heckspoiler. Könnt ihr euch außen einfach auch mal anschauen. Ja, und dann haben wir hier dann noch die Möglichkeit, uns festzuhalten, beziehungsweise der Beifahrer. Ein Handschuhfach haben wir hier, geht sehr bequem da auf. Und ansonsten sehe ich vorne die große Schnauze ab hier in ein dunkles Cockpit. Ja, und das ist dann halt ein richtiger Sportwagen, ein richtiger Jaguar. Und Jaguar sagt im Innenraum immer, ja, wir brauchen vor allem bei der höchsten Variante hier drin eben viel Luxus, viel Jaguar. Das hat man geschafft hier mit diesen drei Elementen für die Klima. Wir haben sehr wenige Knöpfe hier drin, weiter aber auch noch einen Drehregler für lauter, leiser. Haben hier einen Cupholder drin, hier nochmal ein bisschen Platz unter der Armauflage mit zwei USB-Stecker. Perforiertes Leder in den Griffflächen. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, was will man eigentlich mehr in so einem Jaguar und in einem Sportwagen? Und sprechen wir kurz über das digitale Cockpit hier, denn das ist die Hauptänderung. Wir haben 12,3 Zoll und wir können hier jetzt ja verschiedene Grafiken auswählen. One Dial, Two Dial oder eben Full Map da vorne drauf machen. Also die Navi-Karte, wenn es Navi dann an ist. Und dann kommt man hier schön zurück und dann können wir zum Beispiel Left Info Panel, also die linke Seite nur. Da können wir uns Media drauf machen lassen, da können wir uns Trip Summary drauf machen, die Driver Assist Sachen. Und das Gleiche können wir dann auch noch auf der rechten Seite machen. Das ist dann schon ein sehr flexibles System und passt sehr gut zu dem Auto, wie ich finde, und bringt es auch ein Stück weit in die Moderne. Kommen wir zu den Antrieben in unserem frisch facegelifteten Jaguar F-Type. Und los geht's wie beim Vorgängermodell mit einem Vierzylinder, dem P300. Am Anfang habe ich diesen Motor in dem Sportwagen nicht verstanden, habe gedacht, 300 PS in einem Sportwagen, Vierzylinder, was soll das? Und dann habe ich festgestellt, vernünftiger Einstiegspreis, geringer Verbrauch, ist was für Leute, die einfach nur cruisen wollen und damit völlig okay. Dieser Motor ist immer mit Heckantrieb verbunden und er beschleunigt in 5,7 Sekunden auf 100, hat seine Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h erreicht. Und der Motor hat den Vorteil, dass man eben Normverbrauch von 8,1 Liter hat, was sehr vernünftig ist. Bei den größeren beiden Varianten sind wir da im zweistelligen Bereich. Der Sechszylinder entfällt jetzt in unserem Jaguar. Wir haben nur noch, was heißt nur noch, zwei Achtzylinder. Und da haben wir den P450. Und der beschleunigt dann mit seinen 450 PS und 580 Newtonmeter maximalem Drehmoment in 4,6 Sekunden auf Tempo 100, hat seine Höchstgeschwindigkeit bei 285 km/h erreicht, ist ein V8-Kompressor. Und in einer größeren Ausbaustufe gibt es diesen Motor dann mit dem 575 PS. Das ist der Motor, der vorher in der SVR-Variante gewohnt hat. Der hat sensationelle 700 Newtonmeter maximales Drehmoment und beschleunigt in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Ja, und dann kann man natürlich noch sagen, Jaguar hat ein bisschen was gelernt, denn ich habe die V8-Varianten vorher gefahren und man hat sie immer angemacht. Es war ein toller Sound, sehr erhaben, aber meine Nachbarn fanden das überhaupt nicht cool. Jetzt haben wir so eine sogenannte Quiet-Start-Funktion hier drin, kann das Auto leise anmachen, zumindest bei den 8-Zylinder-Varianten. Und das ist dann für die Nachbarn zumindest ein Erguss und für alle anderen, die man da aufwecken kann, sehr durchdacht. Kommen wir zum Fazit, Freunde. Kommen wir zum Adventsfazit von hier und die gute Nachricht zuerst: ab März 2020 könnt ihr passend zur Cabrio-Saison das neue Modell dann bei den Händler begutachten. Bestellbar wird er jetzt schon sein und er wird weiter in Castle Bromwich in England gebaut, was sehr schön ist. Und vielleicht meine Meinung zum Auto: er hat sich außen evolutiv verändert, verbessert, ist moderner geworden und hat gleichzeitig die wunderschöne Silhouette behalten.
Im Innenraum haben wir jetzt mit einem digitalen Cockpit mehr Modernität. Der ist weiterhin innen Jaguar-wertig verarbeitet. Und die Motorauswahl ist gut, denn 4-Zylinder, 2-8-Zylinder ist völlig okay. Ja, dann ist natürlich mein Job immer ein bisschen Kritik zu finden. Ist jetzt schwer, denn wir sind noch nicht gefahren. Das Auto ist erfahrungsgemäß immer ein paar Kilo zu schwer. Aber dann kommen wir zum Preis. Und der ist mit 64.200 Euro der Einstiegspreis gut. Dann haben wir allerdings die heckgetriebene P300-Variante. Wir bekommen den P450 als Heck- oder Allradantrieb ab 92.500 Euro, während wir ja dann für die 575 PS Variante schon mindestens 125.000 Euro auf den Tisch legen müssen. Dieses Auto gibt es jetzt in drei Ausstattungsvarianten: F-Type, F-Type R Dynamic und F-Type R. Ja, so sieht's aus. Da habt ihr die Wahl. Ich bin immer noch Fan. Ihr findet uns von www.derautotester.de. Natürlich auf Instagram, Facebook, YouTube auf www.derautotester.de. Schaut es euch an. Da findet ihr auch so ein AR-Facefilter mit Tachonadeln im Gesicht. Könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ja, ich bin übrigens der Jan. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald, Freunde.